Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum offiziellen Geburtstermin. Woo! Wir haben es bis zum Geburtstermin geschafft. Ja, aber das Baby, wo sollte es noch anders sein, außer im Bauch? Natürlich. Ja, heute ist der 8.1. Heute ist quasi der errechnete Termin, wo er kommen sollte. Aber er findet es scheinbar super kuschelig. Hier, warte, ich drehe euch mal so um, dass ihr mich mal so mit vollen Körper seht. Scheinbar findet er es da drinnen super gemütlich und möchte noch drin bleiben. Tatsächlich haben von unseren vier Kindern, die wir bis jetzt haben, nur die Lara bis zum errechneten Geburtstermin geschafft. Die allen anderen sind immer vor dem Termin gekommen. Patrick einen Tag vor Termin, Michelle kam 3 Tage vor Termin und die Lisa gleich 2 Wochen. Ja, und sind wir gespannt. Was sagt der Papa? Sag ich mal, heute oder morgen? Heute nochmal. Wir tappen eigentlich eh nur mehr im Dunkeln und wir wissen nicht mehr, was wir sagen sollen. Wir sind gespannt. Heute hatte ich, ich drehe mal kurz um so. Heute hatte ich 2 stärkere Wehen, eine um 6:30 Uhr, die mich ein bisschen aufgeweckt hat, aber die war jetzt nicht so intensiv. Also schon ein bisschen, aber ja. Joa. Und um 8 Uhr dann hatte ich noch eine. Aber das war's dann. Also, wie gesagt, diese Wehen sind auch nicht so wirklich intensiv, dass ich es merke, dass es jetzt losgeht, sondern mehr so Larifari-Wehen. Und ja, jetzt haben wir den ganzen Vormittag, also besser gesagt, der Papa, der hat die Pakete eingepackt. Er hat sie vorhin auch wieder weggebracht, weil es sind jeden Tag so viele Bestellungen noch reingekommen. Dass ja, wir fahren einfach dann jeden Tag los und bringen die dann weg, beziehungsweise der Papa in dem Fall. Und ich habe noch ein paar so Office-Kram am Computer erledigt, Rechnungen geschrieben, so war alles, was irgendwie dazugehört. Man ist ja zwar hochschwanger, weil einige Nachrichten kamen so: Wow, du arbeitest ja noch so viel oder am Computer. Ja, ich bin fit, deswegen geht das auch. Wenn ich natürlich nur liegen müsste oder so, dann würde es natürlich nicht gehen, aber. Vor allem, ja, wenn es mir gut geht, warum soll ich dann nicht arbeiten? Ja, und jetzt werde ich kochen gehen. Also ich bin jetzt fertig mit Arbeiten. Jetzt hat der Papa hier übernommen und macht das Video für heute fertig. Und wir zwei, oder wir, ihr mit mir, wir gehen in die Küche und ich koche jetzt gleich Mittagessen. Und zwar Baked Beans. Da habt ihr mich schon schon öfter gefragt, wie ich das mache und ob ich das nicht mal zeigen kann. Deswegen zeige ich euch, wie ich Baked Beans mache. Ich werde euch das Rezept dann auch unten in die Infobox reinschreiben, falls ihr das nachmachen möchtet. Und ja, gehen wir mal in die Küche. Aber bevor ich zum Kochen beginne, bin ich jetzt nochmal in die Waschküche. Ich habe mir nämlich letztens hier eine Waschmaschine voll gemacht, aber sie nicht mehr eingeschalten, das spät war in der Nacht. Ich habe zwar, glaube ich, bei meiner Waschmaschine so ein Programmierungsdings da. Ich stelle mal kurz ab. Also ich kann sie irgendwie programmieren, aber ich habe mich damit jetzt noch gar nicht auseinandergesetzt, dass es quasi dann in der Früh oder so losgeht. Aber ja, I don't know. Und die Wäsche müsste eigentlich auch schon trocken sein. Jo, supi. Weil auch wenn ich heute Geburtstermin habe, ist es voll wurscht. Also das sagt ja gar nichts. Ne? Mir geht es wirklich super gut und auch wenn viele immer so erstaunt sind. Auch von meinen Freunden oder so. Was, du machst jetzt noch dies oder jenes? Ich bin nur mehr gelegen zum Schluss. Ich fühle mich fit, deswegen, warum soll ich jetzt nicht kurz runtergehen und die Waschmaschine einschalten, oder? Ich habe schon Phasen in meiner Schwangerschaft gehabt, ihr wisst, wo ich zu nichts imstande war, wo es mir einfach so schlecht ging. Waschmaschine an. Und die nehme ich dann auch gleich mit drauf. So, ich habe es mal wieder in die Küche geschafft, aber bevor ich jetzt mit Baked Beans beginne, möchte ich nämlich vorher noch Brot vorbereiten, also einen Brotteig, weil ich habe ja gestern dieses Dinkel-Vollkornbrot gemacht und wir haben davon noch mal 2 Scheiben. Habe ich euch gar nicht mal gezeigt, oder? Ja, schaut mal, das ist das Einzige, was übergeblieben ist. Und ja, bei so einer großen Familie reicht es natürlich nicht, nur so ein kleines Brot. Deswegen werde ich jetzt noch ein Weißbrot machen und noch mal dieses Dinkel Vollkornbröt. Und wie ihr hört, die Mädchen im Wohnzimmer.
und spielen lautstark. So, wo ist denn das? Aha, also hier ist mein Dinkelvollkornmehl. Da werde ich jetzt gleich, also ich habe jetzt nicht mehr, so, Moment kurz. Ich habe jetzt nicht mehr Vollkornrohrmehl, sehe ich gerade. Aber das ist ein kleines bisschen, werde ich dann dazugeben. Also Vollkorn-Dinkelmehl habe ich. Und Roggenmehl. Und das ist jetzt das bisschen Dinkelmehl, was ich noch habe. Ich werde das einfach mischen. Und dann noch ein Weißbrot, wie gesagt. Jo. Also let's do this. Ich mache das jetzt mal vorher und danach mache ich Baked Beans. Baked Beans geht so schnell. Da muss ich jetzt einfach das jetzt vorher machen. Brotteigen fertig, die sind jetzt zum Aufgehen an einen warmen Ort gestellt. Ich habe es jetzt nicht mehr in den Backofen gegeben. Und inzwischen habe ich Gesellschaft bekommen von meinen Mädels. Sehr schön, mein Häschen. Die zwei Kleinen sind hier und malen schön. Sehr schön. Und ich werde jetzt endlich mit Baked Beans beginnen. Aber ich sage es euch, der kleine Mann ist so aktiv, ich habe so Bauchschmerzen, weil er so kräftig tretet. Also ich sag's euch, das ist so richtig unangenehm irgendwie, dieser, also, weil er mir irgendwie unten, also so, ja, einfach so wild ist, dass es einfach so ein bisschen schmerzhaft ist. Die ganze Zeit schon. So, jetzt geht's los mit Baked Beans. Ein bisschen Olivenöl rein und so einen kleinen Schuss. Nachdem das jetzt einmal aufgekocht ist, kann man den Herd eigentlich schon ausmachen. Da kommt jetzt noch ein Deckel darüber und das Ganze kommt jetzt in den Ofen. So, und ich habe jetzt die Bohnen in den Ofen gegeben. Oh, danke fürs Kussi. Heißen ja auch gebackene Bohnen, Baked Beans. Und die kommen jetzt bei 150 Grad, 30 Minuten. Müssen aufpassen, man vergisst immer so schnell, dass der Topf heiß ist. Und man hat die Tendenz, wenn man den Topf rausgeholt hat, dass man den einfach so ganz normal immer mit Topflappen, aber ist natürlich logisch. Aber wir haben uns auch schon mal daran verbrannt, wenn man einfach voll vergisst, so, oh mein Gott, der Topf ist ja heiß. Also, nur so als Anmerkung von mir. Die Mädels sind schon weg mittlerweile. Und ich hoffe, dass das Brot dann bald fertig ist. Also mitten aufgeht, ich habe meinen Timer gesetzt. Ja, 7 Minuten, dann kann ich das Brot dann eigentlich auch schon in den Ofen reingeben. Ja. Ich wollte euch mal den Teig von meinem Weißbrot zeigen. Das werde ich jetzt nochmal ein bisschen durchkneten, dann muss ich es wieder ein bisschen gehen lassen. Also einmal hier mein Weißbrot und dann zeige ich euch dann bald mein Roggenbrot. So, meine Lieben, der andere Teig schaut so aus. Ich habe ihn jetzt schon geknetet, wie ihr sehen könnt. Ups. Und der kommt jetzt hier rein. Das ist ja verkehrt, Papa. Ich weiß nicht, wie das halten soll. So, dann jetzt da her. Nur noch ein bisschen. Gut schaut das aus. Ja. So schaut unser Baked Beans Gericht also fertig aus. Ich habe mir noch so Spiegeleier gemacht. Luisa wollte auch noch ein Spiegelei. Die restliche Familie nicht so. Na, Luisa, da. Papa. Der Papa ist jetzt im Schlafzimmer und montiert eine Lampe. Zeige ich euch danach. Das ist dieselbe, die die Lara und die Luisa jetzt in ihrem Zimmer haben. Und jetzt hat er begonnen. Jetzt müssen wir noch warten, bis er kommt. Schaut mal bitte, wie schön das Weißbrot geworden ist. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das Roggenbrot ist noch da drinnen. Schaut jetzt aber nicht so gut aus. Es ist leider nicht so gut aufgegangen. Ich bin immer wieder aus der Puste. Ich muss mein Papa doch mal noch kurz los. Ich brauche nämlich
Putzmittel. Also ich brauche das Badezimmer. Das werden wir wahrscheinlich jetzt noch kaufen gehen. Das war aus der Wusste. Oder ich bleibe zu Hause. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall wollte ich heute noch machen. Kein Kuchen. Ich habe einen keinen Kuchen gebacken, sondern ein Brot, mein Schatzi. Achtung, heiß vielleicht. Schau, dort ist das Brot. Siehst du das Brot? Hier, komm. Das ist kein Kuchen. Das ist kein Kuchen. Das Brot. Oh, lecker. Ein davon abgestellt. Nein, das muss man auskühlen, Schatzi. Meine Mäuse. Und ich habe, der Papa hat mir noch keinen Übertopf gebracht für diese Pflanzen. Da brauche ich unbedingt eine, die Übertöpfe aus dem Gartenhäuschen. Mama, wer hat denn für die Pflanzen? Ich habe die gekauft. Warum wolltest du? Weil die so schön sind. Wow, das ist so schön. Findest du sie nicht schön? Das ist wieder mit der Luisa. Findet die Luisa die Pflanzen schön? Ja. Ja. Das ist der Papa, das ist die Sarah. Wer bin ich? Der Wissa, der Papa, der Lara. Das schneit noch. Das schneit nicht mehr, nee. Das schneit noch. Ja, später vielleicht. Nächste Woche hat der Papa gesagt. Aber sind ja Pflanzen. Ja, Pflanzen. Den Papa, den habt ihr heute kaum gesehen. Der ist die ganze Zeit entweder im Büro oder unterwegs. Der ist jetzt nämlich im Büro und macht die Buchhaltung noch schnell fertig für 2020. Hast du jetzt die Pflanze geküsst? Und ich wollte euch noch die Lampe zeigen, die der Papa angebracht hat. Geh mal ins Schlafzimmer. So, ich zeige euch gleich die neue Lampe. So schaut die aus. So schaut die aus. Die Lara und die Luisa haben dieselbe auch in ihren Zimmern. Und. Lass mal dunkel machen. Mach mal dunkel. Nichts mehr sehen. Wieder was sehen. Super. Wieder die Bettwäsche müssen wir heute noch wechseln. Vom Schlafzimmer. Dann kann das Baby kommen. Ja, die Sophie hat sich hier reingekuschelt, ne? Und die kleine Emmy hat sie auch reingekuschelt. Wo ist die kleine Emmy? Ich kann die kleine Emmy nicht sehen. Nehmen Sophie! Ah, oh, da ist die kleine Emmy. Kleine Emmy. Ja, da ist die kleine Emmy. Die kleine Emmy, die sie. Bitte sie. Runter. Was geht runter? Ja, das müssen wir mal frisch beziehen. Der Papa hat es, glaube ich, so abgemacht. Ja, schon einen Kuss von der Ellen bekommen. Schau mal kurz nach dem Papa. Nach dem Papa? Ja. Nach dem Papa. Mach die Gruppe. Papa? Wir stürmen mit der Kamera über dich ein. Bist du angezogen? Natürlich. Ist, läuft Musik? Wie schaut es denn hier bitte aus? Und Papa, wie lange brauchst du noch? Bist du schon beim Dezember? Nein, November, aber 30. Wir haben nur November gemacht. Machst du jetzt alles fertig? Mama? Überall Verpackungsmaterial. Mama, 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 Mama! Ja, Mami, 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 Mami. Das ist zur Mami. Also, wie hat Mundgeruch? So wie hat Mundgeruch? Du hast Mundgeruch. Lisa? Sagst du dem Baby so drauf? Raskam. Luisa versteht nicht einmal, was das ist. Wo kommt das Baby her, Luisa? Raskam. Ja, aber von wo rauskommen? Die bitte Waffe. Hm? Der war denn jetzt Sophie, Emmy. Alles klar. So, meine Lieben, wir waren kurz beim Tem. Habe ich euch ja gesagt, ich brauche was. Habe ich das überhaupt gesagt? Ich weiß selber gerade nicht, aber ich mache auch Story immer. Also wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich auch täglich Story mache. Und ich sage dann dort mal was und ich bin mir dann nicht mehr so sicher, ob ich es auch hier schon gesagt habe. Ich wollte halt unbedingt zum DM noch, weil ich brauchte ein Putzmittel fürs Badezimmer. Ja, und Baby ist noch da. Also auch wenn Geburtstermin ist heute, er ist entspannt. Ja, und ich zeige euch schnell, was ich gekauft habe, weil ich brauchte wirklich einige Sachen noch und habe dann auch mich noch erinnert, dass ich sowas brauche, weil ich möchte ja eigentlich nach der Geburt sofort nach Hause und habe dann keine Unterlage, weil im Krankenhaus hat man immer so eine Unterlage im Bett. Dann war ja ganz am Anfang so starke Blutungen und habe mir deswegen für mich so, das ist eigentlich so für Kinder, die noch ins Bett nesten, glaube ich, diese
Dry Nights. Das sind richtige Bettmatten, die angeblich bis zu 12 Stunden Bed Protection geben. Wir haben es auch in der Unterlage, in der Matratzenauflage, sorry. Aber ich glaube, das ist sicherer. 7 Stück sind drin, das sind richtig groß. 78 mal 88. Und dann habe ich für die Waschmaschine so einen Reiniger und Entkalker gekauft von Durgol. Weil, kennt ihr das, wenn die Waschmaschine ab und zu so muffelt, dann ist das meistens der Kalk, der da muffelt. Und das brauche ich. Ja. Dann, ich glaube, das riecht. Ich habe irgendwas da drin, das richtig intensiv riecht. Ich glaube, das ist das. Für die Mädels Badebomben. Meine Mädels lieben ja Baden mit Badebomben. Und wenn ich sage, ah, können wir baden, dann freuen sie sich immer super drauf, weil sie Badebomben haben. Dann haben wir so Handschuhe gekauft. Wir verwenden die gerne zum Kochen, Zwiebelschneiden oder wenn wir mal was. Ja, also ich beim Fleisch oder so marinieren, damit ich da nicht mit den Fingern in der Pampe herumfussel. Habe ich mir so Handschuhe wieder gekauft. Dann habe ich noch ein Geschenkpapier gekauft, weil ich mich hatte Geburtstag und ich hatte noch kein Geschenkpapier. Dann habe ich das auch gekauft. So WC-Ente frische Siegel, kennt ihr vielleicht. Wir haben bei uns, wir haben ja diese super Toilette mit dieser integrierten Po-Dusche vielleicht. Kennt ihr dieses Video von uns schon? Und ich kann dann kein normales Ding drüber hängen und muss immer nur diese verwenden, wo man so das rein, wisst sicher, was ich meine, oder? Wo man das so reindrückt und dann kommt so eine Blume. Dann habe ich für den Patrick ein Haarspray gekauft, der wollte das haben. Dann ein Schaumbad, also ein Cremebad. Palmolive Orchidee. Dann für das, was ich eigentlich losgefahren bin, das hier. Ich habe dieses Ding gebraucht, weil das war bei uns schon komplett leer. Und ich brauche das natürlich zum Klo putzen. Und dann habe ich noch für den Michel Duschgel gekauft. Und Deo. Und das war's. Das war mein DM-Einkauf. Hat nur 38 Euro gekostet. Aber ich habe 0 Euro gezahlt. Wisst ihr warum? Ich habe nämlich. Ich sammle immer Payback-Punkte und es war so witzig, weil ich habe so gefragt, ah, dann habe ich Punkte zum Einlösen und die Dame, die Kassierin so, ja, ich schaue gleich nach, gebe ich ein und dann steht da 38 Euro und dann war ich so, genauso der fast gleiche Warenwert, was ich da hatte und dann habe ich halt alle Punkte eingelöst und so nichts gezahlt, das war so skurril, einfach so die Sachen mitzunehmen und zu gehen, so als würde man sie, ja, der Papa war so, oh mein Gott, wir haben nichts gezahlt, wie cool. Wisst ihr, aber die Männer sind immer so, oh, im DM, brauchst du das wirklich? Aber ich finde, ich habe eigentlich tolle Sachen gekauft, deswegen. Oder nicht in ein Blödsinn oder so. Ja, Sachen, die man wirklich braucht. Die Sophie, die verfolgt mich in letzter Zeit auf Schritt und Tritt. Die ist jetzt hergekommen, hat sich hingestellt und schaut mich an. Was ist, mein Schatz? Was spürst du, hm? Was ist? Glaubst du, dass das Baby kommt? Ich kann keinen Schritt mehr machen, ohne dass Sophie dabei ist, gell? Normalerweise ist sie ja immer Papas kleiner Schatten. Aber jetzt ist sie mir nachgelaufen. Na gut, meine Lieben. Ich glaube, der Vlog ist eh schon viel zu lang. Wenn der Papa das sieht, der wird mich killen. Der Papa ist mal wieder im Büro und arbeitet noch ein bisschen, aber jetzt werde ich ihn gleich vom Büro holen. Jetzt werden wir dann ein bisschen Fernsehen mit der Family. Und ja, ins Wochenende uns einklingen sozusagen. Wenn das Baby heute nicht kommt, dann sehen wir uns ganz normal morgen wieder. Sonst ganz gewohnt werde ich es natürlich vloggen, weil viele fragen. Natürlich vlogge ich dann auch mit, wie bei der Luisa, für die Geburt. Aber wir werden es sehen. Unser kleiner Junge hält es nämlich ziemlich, ziemlich spannend, wie ihr seht. Und Tag für Tag will er nicht raus. Aber mal schauen. Na gut, meine Lieben, ich küsse euch bis morgen, oder? Mal schauen.